Ja, liebe Leute, ihr seht richtig. Weiter geht's gegen den KSC heute zum Saisonabschluss. Ja, wir haben den Titel unter Dach und Fach. Freiburg hat tatsächlich das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen. Beziehungsweise sie haben sogar verloren in Bremen mit 1:2. Und damit sind wir tatsächlich Meister. Ja, bei der Tordifferenz von 35 werden sie nicht holen. Ich habe es ja schon letzte Folge vorberechnet. Sollte Freiburg tatsächlich mit 40:0 das letzte Spiel gegen Hannover 96 gewinnen, dürften wir nur mit 4 Toren Differenz gewinnen. Dann wären sie tatsächlich noch Meister. Das wird nicht passieren. Auch wenn in FIFA viel passiert. Nein, das wird nicht passieren. Und wenn, dann fühle ich mich definitiv verarscht. Ja, heute geht es gegen den KSC. Die Karlsruher, die tatsächlich noch ein bisschen hoffen auf den Klassenerhalt. Wir gucken gleich vor dem Spiel noch schnell auf die Tabelle. In der ersten Runde haben wir gegen Karlsruhe gewonnen. Mit 4-0 oder so, glaube ich, oder 4-1, wie auch immer. Dann haben wir in der Liga haben wir aber gegen Karlsruhe mit 0-3 verloren. So, ich gucke jetzt gerade mal, was die Tabelle sagt. Karlsruhe hat tatsächlich sein Spiel verloren. Sollten sie heute eine hohe Niederlage gegen uns kassieren, steigt Karlsruhe tatsächlich direkt ab. Je nachdem, was Kaiserslautern macht. Lautern spielt gegen den Tabellendritten aus Darmstadt. Muss also zumindest einen Punkt holen. Und Hansa spielt in München. Also, alles Auswärtsspiele für die drei Absteiger. Ingolstadt übrigens in Magdeburg. Auch das ist ein direktes Duell. Ja, mal gucken. Also, Karlsruhe muss gewinnen heute, dann sind sie definitiv safe. Dann ist es egal, wie sie sind, wie sie spielen. Dann sind sie 32, da Magdeburg und Ingolstadt sich die Punkte wegnehmen. Sollten sie aber heute verlieren, was ich so ein bisschen hoffe, dann nicht. Also heute könnte unsere Siegesserie reißen, weil ich werde heute mit der zweiten Mannschaft eher ein bisschen rotieren, weil unsere Jungs für das für mich wichtigere Spiel gegen gegen Borussia Dortmund tatsächlich geschont werden. Deswegen werde ich heute ein bisschen durchrotieren. Also seht es mir bitte nach. Also wenn wir heute nicht gewinnen, dann ist es halt so. Wenn wir heute gewinnen, wäre toll. Schauen wir mal. Fries. Juric. Keller. Lippert hat heute auch mal wieder. Der Watanabe ist ja, hat ja nur heute ein bisschen, hat ja schon gespielt. Pinto hat schon lange nicht mehr gespielt. So, deswegen wird Lippert heute tatsächlich, weil er sein letztes Spiel ja macht, heute mehr oder weniger nicht spielen. So, Juric, lass ich drauf. So, es werden einige heute ein bisschen geschont, ein bisschen rotiert. Nicht alle. Aber so ein paar. Gut. Ja, passt soweit. Mal schauen. Vielleicht reicht unsere Serie auch nicht und wir kommen halt dazu weiter. Also Novo wird heute nicht vom Meister kommen. Ja, hat seine letzte Folge sein Spiel gemacht. Hat zum Meistertitel geschossen und jetzt darf er heute mal ein bisschen auf der Tribüne Platz nehmen. Also mache ich die Trainings nicht. Ist auch wirklich wichtig. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn der hat in den letzten drei Partien drei Tore. Nee, läuft nur. Kann er heute daran anknüpfen? Und Wanicek ist tatsächlich vom Gegner, der definitiv in die Bundesliga folgt. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir übertragen heute ein Spiel vom letzten Spieltag der zweiten Bundesliga.
Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es noch mal ein klasse Spiel. Ja. Ja, einige unserer Jungs werden uns verlassen. Mit Lippert, mit Kota. Hier noch die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Ja, heute mal von Beginn an spielen darf. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So, deswegen werden unsere Jungs heute mal ein bisschen durchrotieren, damit sie halt heute mal ein paar neue Gesichter bekommen. Mit Juric, mit Pinto, mit De Vries. Sind einige Talente aus der eigenen Jugend dabei. Also mal schauen. Der Karlsruher SC heute mit dieser Aufstellung. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du... Wanizek, der Zehner, der Kapitän, wird nächste Saison Bayreuther sein. Soll ja im defensiven Mittelfeld ein bisschen für Gefahr dann sorgen. Mal schauen, wie sich unsere Jungs hier hochentwickeln. Also es wird viel sich ändern. Kota, wie gesagt, sein letztes Spiel beendet seine Karriere nach dem Spiel. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Also wie gesagt, es ist sein letztes Ligaspiel. So rum. Es ist ja noch ein kleines Pokalfinale offen, was wir uns in der nächsten Folge ansehen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist es mal Karlsruhe, die heute gewinnen müssen, um safe den Klassenerhalt zu schaffen, da Magdeburg und Ingolstadt gegeneinander spielen. Mit viel Zug in Richtung Mitte. Super Tackling. Wir geben aber schauen wir mal. Studio, denn im Spiel von Hannover 96 gibt es ein Tor. Wir gegen Freiburg. Haben hier das erste Tor für Hannover. Neuer Spielstand damit. Die spielt übrigens gegen den SC Freiburg, nur so nebenbei. Und damit zurück zu diesem Spiel. Wie gesagt, die hat seit unserer Niederlage überhaupt nichts mehr auf die Ketten gekriegen. Die Gastgeber sind immer. Oh, stopp, jetzt genau hinschauen. Also, wir haben jetzt 10 Siege in Folge. Und jetzt ist es die Chance für Karlsruhe. Das ist aus 0-1. Jetzt ist Karlsruhe Zweitligist weiterhin. Und das geht schon wieder genauso los wie in diesem Spiel. Da haben sie nämlich alle ihre Chancen genutzt. Wir hatten die guten Chancen. Die haben sie alle genutzt einfach nur. Carvalho. Wie gesagt, boah, der Top-Torjäger ist heute nicht an Bord. Der wird dir nicht helfen können heute. Könnte der Ausgleich werden. Juric, 1-1. Jetzt geht hin und her. Eben das Tor auf der anderen Seite. Jetzt direkt der Ausgleich. Alles wieder offen. Das nächste Talent. Weil so ein bisschen eigentlich nur geholt wurde, um die Lücke zu schließen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann aus kurzer Distanz. Ja, damit ist schon das Thema wieder für Karlsruhe ausgeträumt. 1-1, wieder unentschieden. Den reicht das Unentschieden nicht. Zumindest nicht, wenn Ingolstadt, glaube ich, gewinnt. Gutes Technik. Aber soll jetzt nicht unsere Aufgabe sein. Wichtig ist, dass wir. Ich möchte gerne dieses Spiel gewinnen, damit wir die Serie halten können. Für Darmstadt. Das wäre dann die Sieg- und Hilfe-Folge. Und Dortmund sollte mit Nummer 12 die Krönung sein. Sind 18 Minuten. Dankeschön für diese Infos. So, ich habe jetzt gerade natürlich nicht drauf gehört, was das jetzt für ein Spiel war. Das kann die Führung werden. 2-1, Spiel gedreht, Juric. Doppelschlag jetzt. In weniger Minuten. Die 21. Spielminute. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er einfach. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Wanizek, der Neue. Wie gesagt, unser neuer Bundesligaspieler. Einer von denen, einigen, die wir so geholt haben. Ja, jetzt ist der Ball doch weg. Per auslaufenden Vertrag, ja, Vorvertrag.
hat jetzt Anspielstation. Ja, das war wichtig, dass Breitkamp da rangeht. Weil ich wollte genau in dem Moment in den Ball da vorne reinspielen. Pass kommt nicht an. Olai. Jensen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Mateusz. Schoski hier dran und das hat die Kugel. Sterner. Schöner Doppelpack davor. Doppelpass in erster Linie mal. Ist hier immer noch am Ball. Die Chance hier. Juric, 3-1. Sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Die 1-3. Da stimmt das Stellungsspiel gar nicht. Das ärgert mich. Nun für Karlsruhe. Ist es der nächste dicke Nackenschlag. Und es gibt nur ein Team, was wir nicht schlagen konnten, und das ist der FC Ingolstadt diese Saison. Fakt ist, wenn wir heute sollten, ja, es wird so sein, weil Karlsruhe haben wir ja im Pokal auch geschlagen. Es ist das dritte Duell mit ihm. Er fängt diesen Ball ab. Sie suchen die Lücke. Und da gibt es einen Juric, dem heute scheinbar alles gelingt und hier fast einen Viererpack macht. Lupenrein hat er ja gemacht, weil drei Tore, ohne dass einer dazwischen kommt und dass ein Halbzeitpfiff dazwischen kommt, er hat das Spiel nämlich gedreht. War Nizek. Den sollten sie tun, ist jetzt nicht umtreten, weil wenn der sich schwerer mal sitzt, ja, ist es für uns das, der Nackenschlag. Gibt Ecke. Kurze Ecke. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Es ist nicht Wanisek, es ist der Torschütze. So, Pedro, war es übrigens. Freistoß kommt rein. Die Chance jetzt vielleicht runter. Das war ein bisschen sehr optimistisch versucht, den da vorne mit reinzulegen. Schleusener. Mateusz. Ja, mit viel Übersicht. Er kann diesen Ball halten. Schleusener. 2-3. Fünftes Tor. Das erinnert mich gerade alles ein bisschen an das Darmstadt-Spiel. Dann bekommen sie den Ball nicht raus. Logische Konsequenz, dieses Tor. Wir sind am Ende dieser ersten Spielhälfte angelangt. Und im Moment liegt die Mannschaft mit der besten Heimbilanz hier vorne. Sie haben die beste Heimbilanz. Ich zeige auch in diesem Heimspiel. Und nochmal, es spielt hier der Meister gegen einen Absteiger. Gegen einen Stand jetzt direkt, fast direkt ab. Und je nachdem, was da unten passiert ist. Ich weiß nicht, wie die Tabelle aussieht. Ich weiß nicht, wie Rostock. Müssen wir nämlich gucken. Magdeburg führt gegen Ingolstadt. Nur 1-0. Das ist jetzt erstmal für diese Partie relativ unwichtig. Aber ich sehe nicht das Rostock-Spiel. Der Ergo. Ah, hier. Es ging 0-0 gegen 60. Ich glaube, das könnte sogar reichen, weil die Punkte dahinter sind. Das heißt, Karlsruhe wäre tatsächlich gerade direkt weg. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Sie müssen eigentlich das Spiel gewinnen. Weil Rostock unentschieden spielt, müsste der KSC heute. Darf der KSC eigentlich nicht verlieren? Statt jetzt. Freiburg ist ein Tor gefallen. Freiburg. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den SC Freiburg. Freiburg. Der neue Spielstand damit 1-1. Juric, der will noch nicht. Der hat noch nicht. Die Szene geht weiter. Und das ist De Vries. 4-2. Es war wichtig, dass sie danach setzen. Dass sie es nochmal versuchen. Der nächste Junge. Wiederholung. Zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Vries kann nicht. Juric kommt erstmal durch gegen Gersbeck durch, aber der Vries sagt so, dann hebe ich ihn einfach komplett rüber vom Kopf und rein ins Glück. Und er steht 4-2. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch so passiert. Jetzt muss der KSC so ein bisschen auf die Münchner achten. Weil wenn München gegen Rostock Nolentin spielt, ist Karlsruhe abgestiegen. Ne? Jetzt können sie über außen kommen. Ferreira. Die Chance jetzt. Der seine Sternschotte gegen Fürth hat und Juric macht den Tor nochmal für 5-2. Ich meine, Freiburg spielt nur unentschieden, das ist egal. Solange die Freiburger hier jetzt nicht mit. Sie bräuchten jetzt 41 Tore, damit man hier noch als Meister vom Platz. Obwohl, selbst dann nicht, weil wir führen.
dann die nächste Chance. Fällt mir gerade ein, wir waren ja nicht direkt. Meinetwegen kann es so weitergehen. Deswegen habe ich auch Bullshit erzählt, dass wenn wir nur ein so gewinnen und Freiburg hier 100-0 gewinnen, ist es am Ende egal. Weil wir 3 Punkte vor waren. Ich habe jetzt auch drei gerissen. Ist egal, wir sind Meister, Fakt ist. Tide. Am Ende ist es wirklich wichtig. Sterner. Tide kommt jetzt, holt sich den Ball erstmal zurück. Wanisek darf sich erstmal freuen. Klar, wenn er sich jetzt noch nicht, wenn er sich jetzt kaufen können, weil er jetzt gerade aktuell sein noch für Karlsruhe spielt. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Matthäus. Und gut. Aber 7 Tore. Muss man auch erstmal schießen. Ecke kommt kurz. Das Ecke. Wird jetzt Abschluss geben. Guter, Piri. Andresen. Juric. Und. Gut durchgesetzt. Ferreira. Und so wird er den hält der Torwart natürlich. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecker Stader. So, Ecke kommt. Gut geklärt. Die war ganz gar nicht so schlecht, die Ecke. Schuss kommt nicht durch. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da passt er auf. Gute Ballführung. Und dann ist es. Szene geht weiter. Kota, der das Ding hier entschärft. Was für eine Szene. Ecke in die Mitte. Die bekommen den Ball nicht raus. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. So, Andresen. Das Spiel von Darmstadt 98 ist ein Tor gefallen. Ich gebe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Darmstadt. Wieder Andresen. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Das ist für diese Partie relativ wichtig, weil da geht es irgendwo um den Abstieg. Ah, Ballverlust. Die Chance auf den Konter. Lippert, der den Verein ja verlassen wird. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Den Ball hält er fest. Wenn er da besser machen müssen, dann wäre es vielleicht, aber wie gesagt, es wird jetzt nichts Spielbewegendes passieren. Es bleiben hier noch 8 Minuten. So, letzte 8 Minuten der Saison. Er fängt diesen Ball ab. Matthäus verhindert, holt sich die Kugel sicher. Jetzt hat er den Ball. Ja, wie gesagt, das ist eine B11 da hinten. Das wird so wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Nächster Fehler. Da kann er sich Lippert. Den Ball holen. Juric. 4 hat er. 5 hat er. Das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist 6-2. Die Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Bayreuth zerlegt den KSC im nächsten Heimspiel. Wir sind in der Liga, Pokal gab es schon das Weiterkommen in der ersten Runde. Und jetzt hat man so, in der Liga 6. Tor mit, eben Juric, der das Tor macht. Und dann passt das. So, jetzt können wir noch ein bisschen durchwechseln nochmal. Bayreuth wird heute nicht mehr zum Einsatz kommen, wahrscheinlich. Ulrich darf heute nochmal auf die 6. Für Pinto. Peters rutscht hinten nur auf die rechte Seite. Es ist ja Kiviose jetzt gerade, aber da was machen kann. Andresen raus. Ich glaube, dann haben wir so, glaube ich, alle einmal durch. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Genau. Was? Und dann setzt er willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr kein. Juric, dieser Fünferpack. Heute erzählt. Und damit hat er quasi den ohne seine Tore wäre man mit 1-2 verloren. Wie es heute zugeht. 6-2. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Ja, warum sollte man auch groß jetzt nochmal was richten?
Komm, scheiß drauf. 6:2, der Sieg. Im letzten Spieltag schaffen, aber jetzt nach dem Schlusspfiff steht fest, daraus ist nichts geworden. Und wenn wir in die Augen der Spieler schauen, ist da nur Leere, da ist nur Enttäuschung. Haben eine gute Saison gespielt, aber das wird jetzt hier ganz sicher niemanden trösten. Ja, das ist absoluter Bullshit, weil wir sind als Meister aufgestiegen, aber ich glaube für den KSC ist das jetzt eine bittere Packung, weil die werden, sind glaube ich damit abgestiegen. Ich glaube, wenn da irgendwo noch irgendwas sich geändert hat. Was für ein Spiel, es geht hin und her. Je nachdem, wenn das bei Rostock nämlich auf Unentschieden gestanden ist, ich glaube, dann sind sie nämlich weg vom Fenster. Wir gucken gleich auf die Tabelle. Dankeschön, dass du mir das jetzt gerade in dem Moment wegblendest, weil ich wollte eigentlich gerade kurz auf die Tabelle achten. Wir werden nur kurz auf die Abschlusstabelle der zweiten Liga achten. Dann hat es gewonnen. Und der nächste geht übrigens aus Borussia Dortmund. So, ich guck mal gerade Wettbewerb auswählen. Ich will nämlich mal kurz die zweite Bundesliga sehen. Die Tabelle, Dankeschön für das. So, also, Fakt ist, wir sind als Meister aufgestiegen. Wir haben mit 121 zu 51 Toren, 70 plus. Freiburg hat es tatsächlich nicht geschafft, seinen zwischenzeitlich mal 10 Punkte Vorsprung umzumünzen. Wir haben sie überhaupt das letzte Spiel gespielt. Sie haben mit 2-1 gegen Hannover gewonnen, haben also quasi ihre Siegloserie beendet mit 4 Spielen. Diese 4 Spiele waren allerdings sowas von entscheidend, dass wir durch konnten mit 2 Unentschieden und 2 Niederlagen, unter anderem das direkte Duell gegen uns, und damit war das Thema erledigt. Ja, Darmstadt geht als Dritter in die Relegation. Trifft dort auf der, darf ich die Bundesliga gucken? Nein, darf ich nicht gucken. Schade. Naja, wie aber auch sei. Gucken wir mal auf die Tabelle. Karlsruhe hat es tatsächlich doch noch irgendwie geschafft, in diese Relegation zu erreichen. Aber ich glaube, weil da unten nämlich noch ein bisschen was Entscheidendes passiert. Ja, tatsächlich. Rostock unentschieden gespielt, hätte nämlich gewonnen, während sie. Ja, hat auch 29 gehabt, dann wären sie bei plus 17 gewesen. Mindestens 17 gewesen, dann wären sie zumindest nicht direkt, wären sie nicht. Nee, dann wären sie nicht als Letzte abgestiegen. So rum. Ist ja letztendlich wurscht. Ja, Magdeburg steckt Ingolstadt mit 1:0. Hat der Karlsruhe, wie gesagt, einen Punkt geholt gegen uns. Wären sie tatsächlich drin gewesen. Ist nicht passiert. Sie gehen ebenfalls in die Relegation. Ingolstadt. Direkt Klassenerhalt geschafft, Magdeburg auch direkt den Klassenerhalt, genauso wie Sandhausen. Glückwunsch dazu. Kaiserslautern und Rostock gehen die Saison wieder runter in die zweite Liga, in die dritte Liga. Ja, das ist zumindest das, was wir so entscheiden durften. Nächster Gegner ist dann die Borussia aus Dortmund. Wir wollen unseren großen Titel holen mit dem DFB-Pokal. Letzte Saison haben wir es verloren gegen Bayer Leverkusen. Das haben wir die Saison gedreht, haben wir 3:0 in Leverkusen gewonnen. Fakt ist, wir haben sie alle geschlagen bisher. Jetzt wollen wir noch Borussia Dortmund schlagen und jetzt den Titel aus Berlin, nach Berlin holen. In Berlin holen. Aber das schaffen zum Abschluss dieser Aufnahme, Mega-Aufnahme-Session mit jetzt, dann glaube ich, 11 Spielen insgesamt. Das werden wir dann sehen. Bis dahin. Tschüss.